Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer auf Route 10. Genauer gesagt, am Tor der Ordenskontrollen. Hier steht es nochmal auf dem Schild hier. Ordenskontrolltore. Ja, die werden wir heute betreten, die Ordenskontrolltore. Wir haben nämlich alle 8. Das ist eine ganz epische Sache und ja, es, ja, lasst euch überraschen, wird sehr, 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 sehr episch und cool. Ich würde sagen, lassen wir uns nicht noch weiter aufhalten und betreten dieses Tor zu der Heiligen Ordensebene und lassen uns kontrollieren durch die Ordenstore. Da haben wir schon das erste Tor. Sieht prachtvoll aus. Prachtvoll ausgeschmückt. Und da erkennt man den ersten Orden drauf. Den ersten Orden, den wir erhalten haben. Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Triorden. Da wird das Tor uns geöffnet. Träger des Triordens, erweise dich als würdig, indem du dich den bevorstehenden Herausforderungen stellst. Und hindurch können wir, die Triorden, das waren diese drei Leute, der Ben war, glaube ich, der eine, die anderen Namen weiß ich gar nicht mehr. Das waren diese drei, der Rote, der Grüne und der Blaue. Der eine war ein Feuer-Pokémon, der andere war ein Wasser-Pokémon und der andere war ein Pflanzen-Pokémon. Und uns wurde halt das Wasser-Pokémon gegeben, weil unser Starter-Pokémon ein Feuer-Pokémon ist. Und so mussten wir dann gegen das Wasser-Pokémon kämpfen. Wenn wir ein Pflanzen-Pokémon gehabt hätten, dann hätten wir das Feuer-Pokémon bekommen. Und wenn wir ein Wasser-Pokémon bekommen hätten, dann hätten wir das Pflanzen-Pokémon bekommen. Also den Pflanzentrainer dann auch. Der zweite Orden. Hält ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Grundorden. Träger des Grundordens, erweise dich als würdig, indem du das Wissen anwendest, das du erlangt hast. Und hindurch mit uns. Der Grundorden war der Orden, den wir bei Aloe in der Arena gekriegt haben. Ein wildes Pokémon hier. Was? Ein Bisofrank. Okay, wir könnten uns das jetzt fangen. Wäre auf jeden Fall nice. Ein Pokémon aus den Ordenskontrollen. Aber nein, danke. Muss nicht sein. Es war die Arena, die aussah wie ein Buchladen. Ein Buchladen, nicht wie eine Bibliothek. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Oh, ein Doppelkampf gegen Bisofrank und Hutsasa. Okay, in diesem Bereich kann man scheinbar sogar Pokémon fangen. Ja, und wer sich noch an die zweite Arena erinnert, ist schon ziemlich lange her. Da mussten wir halt ein Rätsel lösen in den Bücherregalen. Nach Büchern suchen, die zu dem Rätsel passen. Und dann konnten wir durch einen Schrank, der sich verschoben hatte, runter zur letzten, zur zweiten Arena-Leiter und nicht die letzte. Die letzte war hier in der letzten Stadt, Twin Lake City. Konnten wir runter zu Aloe und gegen die kämpfen. Und dort haben wir auch, glaube ich, kurz davor unser Bisbark gefangen. Unser Terrybark, meine ich. Halt ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Käferorden. Der Käferorden, der dritte Orden. Träger des Käferordens, erweise dich als würdig, indem du so tapfer kämpfst wie ein Käfer. Und hindurch der Käferorden. Das war Arenaleiter Arti in seinem Kunst
Museum, in seiner Kunstarena in der Hauptstadt, in der riesigen, großen Metropole, falls man sich noch daran erinnern kann, wo wir uns immer durch diese schleimigen Wände durchschleimen mussten. Da musste man mal ein bisschen gegendrücken und durchkommen und gegen Clowns kämpfen, die aus dem Boden rauskamen. Halt ein! Der Schlüssel, der diese verschlossenen Tor öffnet, ist der Weltorden. Der Weltorden, der vierte Orden, wenn mich nicht alles täuscht. Träger des Weltordens, erweise dich als würdig, indem du einen elektrisierenden Kampf führst. Durch mit uns. Hier ist alles elektrisch geladen und hier blitzt es nur so vor Energie. So, der vierte Orden, der Weltorden, den haben wir von einem kleinen Mädchen mit gelben Haaren und gelbem Anzug und komischem Manga-Outfit bekommen in so einer Art Schwebebahn. Da mussten wir verschiedene Gondeln einsteigen und durch die Arena fahren. Das war direkt neben dem Riesenrad in einer auch großen Metropole, die wir auch bestanden haben. Deren Namen ich nicht mehr weiß, die Arena-Leiterin. Die hat uns dann rübergebracht, die nächste Stadt über die Brücke. Die hat für uns die Zugbrücke gesenkt und den nächsten Arena-Leiter angerufen. Ein Tor ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Dahinter verbirgt sich eine ganz andere Welt. Durchschreitet man ein solches Tor, fühlt sich so an, als würde man in ein anderes Universum hinübergleiten. Und zur gleichen Zeit erinnert man sich auch an den Arena-Leiter, der einem den entsprechenden Orden überreicht hat. Ohne einen Seismo-Orden ist hier an dieser Stelle jedoch Endstation. Die Frage, die sich mir stellt, wie ist er überhaupt so weit gekommen? Wie ist er überhaupt nach Twin Lake City gekommen? Ohne den Seismo-Orden, also ohne den Orden, den man hierfür braucht, kommt man doch gar nicht so weit im Spiel. Ist mir ein Rätsel, aber er sagt es richtig, es sind viele verschiedene Universen hier. Dann treten wir mal ins nächste Universum ein. Haltet ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Seismo-Orden. Und den haben wir. Wir treten hindurch. Träger des Seismo-Ordens, erweise dich als würdig, indem du das Herz deiner Gegner erbeben lässt. Seismo-Orden, das war ein Orden. Da mussten wir gegen einen sehr zähen Mann kämpfen. Das war ein... Ich weiß den Namen halt nicht mehr, da müsste ich noch nachgucken. Es war ein Mann, der ja etwas stur war. Wir mussten dazu ganz, ganz, ganz weit runter mit Fahrstühlen, mit Lüften. Mussten wir ganz weit runter in den Erdboden und ganz unten in einer Mine gegen den Cowboy-verkleideten Arena-Leiter kämpfen. Was haben wir hier? Halt ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Jet-Orden. Den haben wir auch. Wer treten hindurch? Träger des Jet-Ordens, erweise dich als würdig, indem du geschwind voranschreitest. Den Jet-Orden. Hui, wir können hier fliegen. Wir können hier fliegen. Nice, ist das episch. Das gibt's, glaube ich, auch in keinem anderen Spiel hier. So eine Ordenskontrolle. Ich finde es einfach mal sensationell episch. Ich liebe das hier. Vor allem das Schweben hier. Nice, das gefällt mir. Das sieht super aus. Vor allem das Wankeln hier so. Der Jet-Orden, Arena-Leiter, das war eine ganz junge Dame. Da mussten wir uns durch die Lüfte katapultieren lassen mit Kanonen. So weit, so lange ist es gar nicht mehr her. Nach dem Arena-Orden kam der N auf uns zu. Vor der Arena hat uns direkt vor der Arena aufgegabelt. Hat einen langen Dialog mit uns geführt. Nein, eher einen Monolog. Boah, hier regnet es Blätter von unten. Herbstblätter. Ja, dazu müssten wir durch Ringe geschossen werden mit Kanonen und am Ende eine Arena-Leiterin besiegen, die Flug-Pokémon hatte. Halt rein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Eiszapforden. Der ist tatsächlich gar nicht mehr so lange her. Nur ein paar Parts. Träger des Eiszapfordens, erweise dich als würdig, indem du dich so kalt wie ein Eiszapfen gibst. Hindurch! So, hier sind wir auf einer Eisfläche.
passt zum Arena-Letter. Da mussten wir nämlich auch im 7. Orden war das. Da mussten wir auch über so eine Eisfläche glitschen und mal einen Weg finden zum Arena-Leiter und uns nicht verglitschen, sozusagen. Uns nicht verrutschen und dann landeten wir hier auf so einer Stelle und wusste nicht, wie man weiterkommt. War eine Arena vom Typ Eis. Hier ist nun nicht so schwer, das zu schaffen, aber auch die Sachen im 7. Orden waren nicht zu schwer. Aber es war halt ein Rutscheisrätsel. Und Eisrätsel, die mag ich generell nicht so sehr. Ja, und am Ende wartete der große, weißhaarige Arena-Leiter auf uns, der uns mit Eis-Pokémon überraschte und uns kämpfen ließ. Halt ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Legendenorden, dein 8. Orden, der letzte. Und auch den haben wir im letzten Part bekommen. Träger des Legendenordens, erweise dich als wirklich, indem du die Siegestraße überwindest, dich zur Pokémon-Liga aufmachst und dort von dir reden machst. Da sind wir beim 8. Orden, an den sollten sich einige noch erinnern. Der 8. Orden ist noch nicht lange her. Oh, ich kriege hier ins Maul des Drachen. Ja, im letzten Part, wie gesagt, da haben wir die Lilia, oder wie hieß denn Lili? Lilia besiegt die Arena-Leiterin des 8. Ordens. Das war eine Drachen-Arena, die bestand aus Drachen. Ich fasse es nochmal zusammen. Ich glaube, es waren 3 Drachen, die in einem Raum schwebten. Schwarze Drachen, mussten auf die Hände drauf springen, um sie zu aktivieren. Dann sanken die Köpfe runter oder hebten sich hinauf. Und so konnte man dann über Umwege und viele Trainerkämpfe, die Trainer konnte man nicht umgehen, hin zum Arena-Leiter kommen, zur Arena-Leiterin und den 8. Orden erreichen, den legendären Orden. Und damit haben wir alle 8 Orden geschafft, die Ordenskontrollen überwunden. Auf geht's zur Siegesstraße. Mögen wir siegreich aus der Siegesstraße hervorgehen. Betreten wir sie direkt, ist das Pokémon-Team aufgeheilt. Ja, perfekt. Das Team ist gesund. Das Team ist frisch. Dann ab in die Höhle. Mit allen 8 Orden geht es voran. Auf zur Pokémon-Liga. Auf zur Top 4. Auf zur Pokémon-Liga. Zu den legendären 5 Top 4 plus Champ. Da haben wir den ersten Trainer der Siegesstraße. Lass mich meine Fähigkeit prüfen, bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. Meinst du nicht eher, dass du meine Fähigkeiten testen willst, bevor ich zur Liga gehe? Das ist, glaube ich, hier mehr der Fall. Da hat es einen Ilfun. Das sieht komisch aus. Na dann stürzen wir uns auf dieses Pokémon und machen es alle mit Feuersäulen. Zum Beispiel. Vorher setzt er aber noch eine Attacke ein, die uns nicht Angst machen muss. Joa! Okay, das erste Pokémon ist fast besiegt. Wir haben es noch mit einer Portion Nitro-Ladung. Windstoß wird den nicht sehr viel bringen, wenn es einigermaßen effektiv dagegen kann die Attacke einigermaßen abwehren. Ilfun wurde besiegt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich reif für die Top 4 sind. Mein erstes Pokémon, also mein Starter-Pokémon, ist auf jeden Fall stark für die Top 4, aber ja, der Rest meines Teams, der lässt halt noch zu wünschen übrig, um es so auszudrücken. Funkensprung! Ich schätze, wir müssen auch erstmal die Top 4 schaffen, also die ersten 4, um überhaupt zu N zu kommen und das C-Chrom zu fangen. Das wird vor der Top 4 nicht mehr kommen. Wäre ulkig, wenn es jetzt noch in der Siegesstraße auf uns warten würde. Das schätze ich nicht. Ich schätze nicht, dass das so passieren wird. Das wird nach der Top 4 auf uns warten. Vielleicht auch erst nach dem Champ.
Okay, Ben hat es sehr mitgenommen, paralysiert und wenig KP. Auweil. Das war erst die Vorgeschichte. Das war noch nicht mal die Vorgeschichte. Diesen Abhang kann er runterrutschen. Schau gut zu, ich zeige dir, wie es geht. Bist du an der Reihe? Ohne mich, das ist mir zu viel gefährlich. Zu gefährlich. Du musst, da muss ich leider passen. Ich will da nicht rutschen. Die Abhänge an der Siegesstraße kann man herunterrutschen. Sei kein Angsthase und versuch es, das macht Spaß. Ich versuche es. Hui! Da sind wir schon unten. Das macht tatsächlich Spaß. Und dann ist Teammitglied, aber ja, ich denke, wir nehmen Zielkomma als das Teammitglied. 21 hätten wir noch. Nein, jetzt 20. Das 21. habe ich gerade eingesetzt. Oh, da drüben ist ein Item. Holen wir uns das doch glatt. Wäre doch schade, wenn wir das links liegen lassen würden. Eher gesagt, rechts. Sonderbonbon gefunden. Na, das ist doch gut. Was ist tiefblau? Surfer. Trainierbar Surfer. Und wann entwickelst du dich wohl? So, und weiter hinauf auf der Siegesstraße. Jetzt hier schon raus? Nee, ich schätze nicht. Dann wären wir auf dem Holzweg. Nicht wortwörtlich, aber metaphorisch. So, hier gibt's doch Trainer. Das ist doch richtig der Weg hier. Du, das Team mal umsortiert, damit die Schwachen auch mal trainiert werden. Ich weiß, das ist so ein bisschen lächerlich hier, aber versuchen können wir es mal. Okay. Will er mich herausfordern? Will er, aber ich kann mich an ihm irgendwie vorbeischleichen. So, was ist mit dir? Du willst nicht springen, oder? Ohne mich, das ist mir viel zu gefährlich. Du musst, da muss ich leider passen. Ach Junge, spring schon. So gefährlich ist das nicht. Ich dachte, ich hätte einen Topschutz an. Aber egal, was so ist. Scheinbar ist Linfu effektiv gegen Topschutz. Komm da scheinbar durch. Wehrt sie nicht ab. Versuch mal hier durch. Ja, das sieht richtig aus. Kommt mir bekannt vor. Ich hab das ganze Jahr schon mal durchgespielt. Also wenn es mir bekannt vorkommt, dann kann es nur richtig sein, dass ich diese Siegesstraße schon mal durchgegangen bin. Ich kenne mich also halbwegs gut aus hier. Das wird einem doch eigentlich angezeigt, oder? Müsste doch, oder? Euer Topshots eingesetzt. So, und ich würde mal sagen, wir gehen hier durch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Es sei denn, wir wollen runterrutschen. Das wollen wir mal lieber nicht. Okay. Da sind wir wieder hier. Calcium gefunden. Okay, das Item war es wert. Ah, Trainer. Ich dachte, er fordert uns hier heraus. Okay, und einige Pokémon sind scheinbar so gut, dass es schaffen, durch den Topschutz durchzukommen. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass hier trotzdem noch Leute auftauchen. Flucht gescheitert. Was? Was zum... Was? Ihr seht, Klick ist ganz vorne dran. Der soll trainiert werden. Aber er kommt nicht frei. Schande. Nicht Klick. Nicht Klick besiegen. Amnesie. Was hast du, eine Amnesie oder was? Ladestrahl. Wo ist gleich an? Vielleicht lässt er uns dann gehen. Ja, ich hab doch gesagt. Hab ich gewusst, dass das nicht viel bringt. Aber wir konnten fliegen. Das ist gut. Hat uns entkommen lassen. Hat gesehen, dass wir angriffsbereit sind, das Pokémon. So, dann gehen wir diesmal hier oben lang. Okay, er schiebt hier Wache. Okay, ein Item. Hyperheiler gefunden. Das können wir gebrauchen. Oh, und ich sehe da oben schon das Ende der Siegesstraße. Weiß nicht, ob das jetzt erreichbar ist, aber das ist schon das Ende. Und werden wir das in diesem Part noch schaffen, die Siegesstraße? Das wäre ein bisschen kurz. In Pokémon Y habe ich immerhin, glaube ich, 3 Parts dafür gebraucht. Mindestens. 4 waren es, glaube ich, sogar. Mal gucken. So, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal runter. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich riskiere rechts. Es geht deutlich weit runter. Vielleicht war es aber auch richtig. Nein! Treppe hoch! Das sieht richtig aus. Das sieht sehr richtig aus. Für die Siegesstraße. Ich schleiche mich einfach um alle drum herum. Geht's nicht.
Eigentlich müssten wir das machen. Das sieht stark heftig nach Ausgang aus. Das sieht sowas von nach Ausgang aus. Klick! Klick, gegen sind die Matur. Kann ich fliehen? Entkommen. Das ist tatsächlich der Ausgang. Wir sind schon da. Wir sind bei der Top 4. Ach du Schande. Dort unten scheint ein Item zu liegen. Aber der Abhang ist wirklich furchtbar steil. Schon bei dem Gedanken daran, hinunter zu rutschen, wird es mir schlecht. So, ich würde mal sagen, ich speichere hier mal kurz ab, weil da hinten ist schon die Top 4, wie man unschwer erkennen kann. Das ist ein imposantes Tor und danach geht's dann weiter. Das war die Siegestraße. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich habe jetzt mal abgespeichert, weil ich will mal gucken, was passiert, wenn wir hier runterrutschen. Wenn die Siegestraße nicht nochmal von vorne machen, dann kann ich einfach das Gerät ausmachen und wieder dort sein. Ich rutsche mal hier runter. Hui! Okay, es geht nicht so weit. Aber hier können wir nicht runter. Hui! Jetzt sind wir hier. Da ist noch ein Item. Ja, ich speichere das ja jetzt eh nicht. Aber hier gibt es Stromstoß. Also falls wir irgendwann mal wieder zurück wollen, hier gibt es Stromstoß zu kriegen. Das haben wir jetzt nicht gesichert. Gesichert, ja klar. Speichert oder gesichert. Aber hier gibt es etwas. So, hier geht es noch einen anderen Weg. Hier waren wir, glaube ich, schon. Haben, glaube ich, mal hingerutscht, glaube ich. Hier geht es immer weiter runter und hier sind wir wieder ganz unten. Hier gäbe es noch den Hyperball zu bekommen. Ja, ist halt nichts Besonderes. So, ich schalte mal den DS aus. Jetzt hoffentlich wieder an der Stelle. Oben an der Top 4. Ja, da sind wir wieder. Siegestraße, Ende. Ja, das soll die Siegestraße, die war tatsächlich ziemlich kurz. Dann gehen wir mal auf zum Indigo-Plateau, beziehungsweise der Top 4. Das wären epische Bilder. Pokémon Liga! Da sind wir angekommen. Auf dem Plateau des Indigos. Auf dem Indigo-Plateau. Schutz wirkt nicht mehr. Ist egal. Wir sind eh angekommen. So, nice. Die Animation finde ich richtig nice. Schauen wir sie uns nochmal an. Dieses Bild. Pokémon Liga. Einfach episch. So, hier gibt es noch etwas. Scheint ein Pokémon Center zu sein, ohne Pokémon Center Musik. Nein, das ist die Pokémon Liga. Das ist alles anders. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Sollen wir dein Pokémon Team fit machen? Ja, macht das mal. Machen sie das mal. Okay, ich nehme dein Pokémon Team für einen Moment in meine Obhut. Alle 5 Pokémon geheilt. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. So, hier noch ein bisschen einkaufen, all mein Geld ausgeben. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche alles nur für diese Top 4. 40 Supertränke, 40 Supertränke und 40 Beleber. Reicht vielleicht fürs Erste. Ersten Versuch. Die Frage, die sich mir jetzt noch stellt in diesem Moment ist, werden wir noch vor der Top 4 jetzt, wo kriegen wir C-Krom her? Müssen wir erst die Top 4 besiegen und dann C-Krom irgendwo herholen? Kriegen wir dann irgendwie C-Krom zugeschmissen oder so? In einem epischen Kampf wird dann die Top 4 irgendwie angegriffen oder sowas? Wie wird das gemacht? Muss jetzt eigentlich noch irgendwas machen oder habe ich irgendwas verpasst, was ich irgendwie noch machen müsste vor der Top 4? Ja, ansonsten würde ich mal sagen, ich würde die Top 4 jetzt auf keinen Fall noch in diesem Part anfangen. Das wäre Wahnsinn. Würde auch keinen Sinn ergeben, jetzt hier noch in die Top 4 zu starten. Ich beende diesen Part einfach mal an dieser Stelle und ja, ist er halt ein bisschen kürzer, aber halt eine epische Siegestraßenpart. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon ist. Vielleicht habe ich es überzogen. Egal, ich beende ihn jetzt an dieser Stelle. Däumchen nach oben, sollte euch es gefallen haben.
Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und gar nicht den nächsten Part von Pokémon die Weiße Edition den Zwergenfürst verpassen wollt. Die Top 4, die wird auf jeden Fall richtig spannend, richtig anstrengend und ja, ein ganzer harter Brocken. Das kann ich euch versprechen. Die Top 4. Vor allem für mein Pokémon-Team, für mein untrainiertes Pokémon-Team. Ein ganzer Haufen. Mal sehen, wie wir das jetzt meistern werden. Weiter geht's im nächsten Part hier an der Top 4. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinnen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Adios.